Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute häkeln wir zusammen Niffler und ich hoffe, das Video gefällt dir und hilft dir. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern. Und dann würde ich sagen, kann es jetzt auch losgehen. Du beginnst wie immer mit einem Fadenring. Solltest du noch nicht wissen, wie der Fadenring funktioniert, verlinke ich dir ein Video, wo du das besser erkennen kannst. In diesen Fadenring häkelst du 8 feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring fest zusammen. Sollte es nicht auf Anhieb funktionieren, probier es einfach nochmal. Manchmal hakt das ein bisschen. Dann verdoppelst du jede Masche, das heißt, du häkelst in jede Masche 2 feste Maschen. Dann verdoppelst du jede zweite Masche, das heißt, du häkelst in die erste Masche 1 feste Masche und in die zweite 2 feste Maschen. Dann wieder 1 feste Masche, 2 feste Maschen, 1 feste Masche, 2 feste Maschen. Jetzt wird jede dritte Masche verdoppelt, das heißt, du häkelst in die ersten 2 Maschen jeweils 1 feste Masche und in die dritte wieder 2 feste Maschen. Das wiederholst du die ganze Runde lang. Nun wird noch jede vierte Masche verdoppelt, das heißt, du häkelst in die ersten 3 Maschen jeweils 1 feste Masche und in die vierte wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Jetzt häkelst du eine ganz normale Runde, das heißt, du häkelst in jede Masche 1 feste Masche. Dann verdoppelst du jede fünfte Masche, das heißt, du häkelst in die ersten 4 Maschen jeweils 1 feste Masche und in die fünfte wieder 2 feste Maschen. Auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Jetzt nochmal eine normale Runde, also in jede Masche 1 feste Masche. Dann wird jede sechste Masche verdoppelt, das heißt natürlich in die ersten 5 Maschen jeweils 1 feste Masche und in die sechste wieder 2. Dann häkelst du 4 Runden lang in jede Masche 1 feste Masche, also 4 normale Runden. Jetzt machen wir 2 Öffnungen und dafür zählst du dir 24 Maschen ab. Also so, dass eben die obere Seite zuletzt 24 Maschen hat. Du stichst also auf die andere Seite ein und holst dir den Faden und machst eine feste Masche. Und dann häkelst du 2 Runden lang in jede Masche 1 feste Masche. Aber nur in die obere Runde. Dann nimmst du jede dritte und vierte Masche zusammen ab. Das heißt, du häkelst in die ersten 2 Maschen jeweils 1 feste Masche, stehst in die dritte vorderes Maschenglied ein, in die vierte vorderes Maschenglied, Faden holen und 1 feste Masche machen. Und das wiederholst du ebenfalls die ganze Runde, also wieder 2 feste Maschen, in die dritte vorderes Maschenglied, in die vierte vorderes Maschenglied, Faden holen, feste Masche machen. Dann häkelst du eine normale Runde, also in jede Masche 1 feste Masche. Jetzt nimmst du jede zweite und dritte Masche zusammen ab. Das heißt, du häkelst in die erste 1 feste Masche,
stehst in die zweite vorderes Maschenglied ein, in die dritte vorderes Maschenglied, Faden holen, feste Masche machen. Und auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann nimmst du jede erste und zweite Masche zusammen ab, also in die erste einstechen vorderes Maschenglied, in die zweite einstechen vorderes Maschenglied und dann eine feste Masche machen. Und auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Dann schneidest du den Faden ab und ziehst ihn einfach komplett durch. Das kleine Loch nähen wir gleich zu. So, jetzt kümmern wir uns um die zweite Seite und dafür nimmst du dir einen Faden. Du stichst durch beide Seiten durch, durch eine Masche, holst du den Faden, hast eine Schlaufe, ziehst den Faden durch die Schlaufe, gehst nochmal in dieselbe Masche und machst eine feste Masche. Und du nimmst jetzt jede dritte und vierte Masche zusammen ab, also wieder in die ersten zwei Maschen sozusagen eine feste Masche, durch die dritte und vierte, durchs vordere Maschenglied und eine feste Masche machen. Wieder zwei feste Maschen. Durch die dritte vorderes Maschenglied, durch die vierte vorderes Maschenglied, Faden holen, feste Masche machen. Und das wiederholst du jetzt die ganze Runde lang. Dann nimmst du jede zweite und dritte Masche zusammen ab, also in die erste Masche eine feste Masche. Zweite vorderes Maschenglied einstechen, dritte vorderes Maschenglied einstechen, Faden holen und den Faden durchziehen, feste Masche. Und das machst du jetzt ebenfalls die ganze Runde lang. Dann stopfst du das Ganze schon mal aus und nimmst jetzt jede erste und zweite Masche zusammen ab. Du häkelst also in das erste vordere Maschenglied, das zweite vordere Maschenglied, feste Masche. Und das wiederholst du ebenfalls die ganze Runde lang. Wenn du das hast, schneidest du wieder den Faden ab, ziehst ihn komplett durch und dann wird das kleine Loch noch zugenäht und dafür nimmst du dir eine Nadel und stichst dann unter oder zwischen den Maschen nach innen, nach außen, nach innen, nach außen und zwar bis du komplett drumherum bist. Dann ziehst du das Ganze fest zusammen, machst ein, zwei Stiche nach rechts, nach links und dann kannst du den Faden wieder irgendwo durchstechen und einfach abschneiden. Da du jetzt weißt, wie die Abnahmen und Zunahmen funktionieren, schreibe ich dir hier an die Seite, wie du die restlichen Sachen häkelst. Wie die Pfote funktioniert, das zeige ich dir auch gleich. So, das ist die Schnauze und da häkeln wir jetzt gleich noch mit einer anderen Farbe weiter drumherum und das wird dann mehr oder weniger das Gesicht. So, wenn du die Schnute, Schnauze, wie auch immer gehäkelt hast, in der letzten Masche stichst du ein, holst du den Faden, nimmst du jetzt die neue Farbe und ziehst es durch, als wäre es der Faden von davor. Und dann geht es ganz normal weiter, den Rest schreibe ich dir an die Seite. So, dann kümmern wir uns jetzt um die Pfote und dafür stichst du durch beide Seiten wieder durch, nimmst du den neuen Faden, ziehst ihn durch, hast da die Schlaufe, ziehst den Faden durch, die Schlaufe, dann nochmal durchstechen, Faden holen und eine feste Masche machen. Und das machst du jetzt dreimal noch, also insgesamt viermal, jetzt noch dreimal. Dann machst du drei Luftmaschen und stichst in dieselbe Masche ein wie gerade eben und machst eine Kettmasche. Dann eine feste Masche in die nächste Masche. Drei Luftmaschen. Und in die untere erste Luftmasche einstechen. Kettmasche. Und das machst du jetzt insgesamt fünfmal. Also so, dass du fünf Fingerchen hast. Wenn du das hast, dann ziehst du den Faden wieder etwas raus, schneidest den Faden ab und ziehst ihn komplett durch. Dann vernähst du den Faden und dafür stichst du einfach da ein, wo das Beige ist, machst ein, zwei Stiche.
und dann stichst du den Faden wieder einfach irgendwo durch und schneidest ihn ab. So, die Schnute bzw. das Gesicht machst du natürlich dahin, wo der Kopf ist, also da, wo die 24 Maschen waren, stichst in den Körper ein, ziehst den Faden fest, gehst in die nächste Masche und direkt durch den Körper, ziehst den Faden fest und natürlich in die nächste Masche durch den Körper und den Faden festziehen. Das machst du, bis du komplett drumherum bist und so nähst du eigentlich alle Teile an. So, hier haben wir jetzt den Oberschenkel und der wird ein bisschen ausgestopft. Und dann legst du ihn da an die Seite an den Körper, machst ihn mit Nadeln fest und dann nähst du das Ganze genauso dran wie gerade eben das Gesicht. Und jetzt machen wir noch die Füße und wie das hier funktioniert, schreibe ich dir an die Seite, weil du das schon mehrmals gesehen hast. Und wenn du das hast, dann machst du 3 Luftmaschen. Stichst dann in die feste Masche ein, wo du die 3 Luftmaschen gemacht hast. Und machst eine Kettmasche. Also ähnlich wie die Hände machst du auch die Füße. Und jetzt stichst du durch beide Maschen durch, also durch beide Seiten. Und machst da eine feste Masche. Wieder 3 Luftmaschen. Und eine Kettmasche in die erste feste Masche. Und das machst du, bis du 5 Zehen hast. Und die Füße nähst du daran, wo du die Oberschenkel dran genäht hast. Einfach unten dran. Und jetzt machen wir noch das Drumherum für die Augen. Und dafür machst du erstmal eine normale Schleife und häkelst dann 5 Luftmaschen. Und dann machst du eine Kettmasche in die erste Luftmasche. Und dann schneidest du den Faden ab und ziehst ihn durch. Lass ein längeres Stück dran, damit du das dann dran nähen kannst ans Gesicht. Dann nimmst du dir ein Sicherheitsauge und steckst es da in die Mitte. Und dann natürlich auf das Gesicht. Und das machst du ganz nah an der Schnute dran. Und da nähst du das dann auch fest. Das sollte dann ungefähr so aussehen, wenn du es dran genäht hast. Und ja, da musst du nur noch die Arme und den Schwanz annähen und dann ist dein Niffler eigentlich auch fertig. Du nähst den Schwanz sehr weit unten an, weil der hilft dabei, dass das Tierchen stehen kann. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wir hören uns dann im nächsten Video. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!